herzlich willkommen zu einem neuen Interview mit den Menschen hinter Solutions. Mein Name ist Rabea Feierabend und ich spreche heute mit Jan Müller. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo Jan. Hallo. Wer bist du, was ist dein Lieblingshobby und was machst du bei Solutions? Mein Name ist Jan Müller. Ich bin Software-Developer bei Solutions und fülle momentan die Rolle als Teamleader aus von den Produkten Tracklean und von dem neuen Kundeninterface vom Facility Scanner. Privat spiele ich ganz gerne Videospiele, was ganz gut zum Beruf vom Software-Developer passt, nehme ich an. Ja, da hast du recht. Was macht Solutions anders als andere Firmen im Markt? Was mir am meisten gefällt, ist, dass trotz einer gewissen Professionalität eben ein lockeres Arbeitsklima herrscht. Also jeder duzt sich, ja, man hält mal ein Gespräch, das ist alles kein Ding. Aber trotzdem gibt es eben feste Abläufe in der Softwareentwicklung. Also wir haben für neue Features, Bugfixes und so weiter, haben wir feste Abläufe wie PR-Sessions, also Pull-Requests, die dann alle fest durchlaufen werden, um dann eben letztendlich ein gutes Produkt zu gewährleisten. Außerdem schätze ich sehr die gute Kommunikation, jetzt auch gerade in Corona-Zeiten. Also wir sind alle jetzt vor allem durch durch das Microsoft Teams-Programm gut vernetzt. Ja, ich habe immer das Gefühl, ich kann jeden erreichen. Es kommt da immer sofort Feedback und das finde ich total super. Was gefällt dir besonders an deinem Job in der Softwareentwicklung und welche Herausforderungen bringt diese aber auch mit sich? Ich denke mal, es gibt hauptsächlich drei Herausforderungen in der Softwareentwicklung. Die erste Herausforderung ist das Organisatorische. Also gerade als Teamlead muss man eben entscheiden, wer wann an was arbeitet. Das muss gerade bei großen Projekten gut geplant sein. Es gibt nicht umsonst den Spruch, was ein Programmierer in einem Tag schafft, das schaffen zwei Programmierer in zwei Tagen. Also da muss man halt schon gucken, wie man das Team am besten verteilt. Und ja, das ist manchmal nicht so leicht. Die zweite Herausforderung ist die personale Komponente. Da muss man eben auch einschätzen können, wer am besten an was arbeitet. Ja, eben aber auch, ob sich ein Mitarbeiter wohlfühlt, ja, und welche Aufgaben ihm am besten gefallen. So wird dann auch eine hohe Produktivität geleistet und ja, die menschliche Komponente steht natürlich auch immer im Vordergrund. Und die dritte und ja, ich denke mal, letztendlich auch wichtigste Anforderung ist eben die fachliche Anforderung. Ja, also das, was jeder Programmierer kennt. Man hat ein gewisses Problem. Man möchte zum Beispiel ein neues Feature implementieren oder eben einen Bug fixen. Und da muss man eben überlegen, wie man das auf eine möglichst elegante Weise löst. Und ja, das wird, denke ich mal, jeder Programmierer kennen. Wie du dir wahrscheinlich da auch denken kannst, wie du angesprochen hast, wenn diese drei Herausforderungen dann eben gemeistert werden, dann ist natürlich die Genugtuung auch sehr hoch bei dem Job. Was sind denn deine Top 3 Gründe, dass du für Solutions arbeitest? Ich denke mal, das Wichtigste ist, wie ich schon vorher angesprochen habe, dass eben vier flache Hierarchien herrschen. Wir haben eine lockere Atmosphäre. Dazu zählt, dass ja, ich habe das Gefühl, dass ich wirklich mit jedem über alles reden kann, ohne eben irgendwie verurteilt zu werden. Nicht nur fachlich, sondern auch menschlich, ja. Wenn wir jetzt hier ja irgendwelche Sorgen sind, das hatten wir vor allem ja letztes Jahr, als das ganze Corona-Problem anfing, gab es viele Sorgen mit ja, ist mein Job sicher und mit den Teilzeit arbeiten nehme ich und auch alle Mitarbeiter und natürlich auch die Vorstände nehmen wir uns immer Zeit, da auf Sorgen einzugehen, auf Gespräche einzugehen und das finde ich sehr, sehr wichtig. Ein anderes Thema ist auch, dass ich sehe, dass den Arbeitnehmern ein sehr hohes Vertrauen entgegengebracht wird. Also mir persönlich ist zum Beispiel Homeoffice sehr wichtig und auch vor Corona war das kein Problem.
Ja, ich arbeite jetzt momentan zum Beispiel 100% im Homeoffice und ja, die Kommunikation ist da. Deswegen ist das mit dem Homeoffice gar kein Problem. Das finde ich total klasse. Außerdem ist es eben so, dass trotz der Atmosphäre eine Professionalität herrscht. Ja. Wir haben eben strikte Vorgaben, um Codequalität zu gewährleisten. Ja. Wir haben unsere ja die unterschiedlichen Phasen, um dann eben letztendlich ja bestmöglichste Codequalität zu gewährleisten und eben Fehler zu minimieren. Dass die zwei Sachen im Zusammenspiel funktionieren, das ist eine Herausforderung, aber momentan klappt das sehr, sehr gut, finde ich. Und ja, letztendlich finde ich, es ist auch sehr spannend, ein Teil von Solution zu sein, da es eine wachsende Firma ist. Man spürt nämlich dadurch wirklich die eigene Arbeit im Endprodukt deutlich. Und ja, dazu gehört auch, dass sich jeder wirklich einbringen kann. Jeder kann seine Ideen vortragen, was wir auch wöchentlich machen. Wir haben wöchentlich ein Meeting für alle Developer zum Beispiel, unsere Dev Lounge. Da wird über die Ideen diskutiert, werden Sachen vorgestellt, ganz ungezwungen. Und das, ja, finde ich, sollte auf jeden Fall weitergeführt werden und ist eine tolle Sache. Gut, gibt es etwas, worauf du dich besonders in 2021 freust? Ja, einmal, klar, Stichwort Corona, bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Und natürlich, ja, freue ich mich darauf, dass hoffentlich bald ja wieder auf jeden Fall halbwegs Normalität einzieht. Das zweite Thema, ja, wir haben jetzt an einem neuen Kundeninterface für den Facility Scanner gearbeitet. Die Hauptarbeit ist jetzt abgeschlossen und es geht jetzt gerade in die heiße Phase. Also wir haben das den ersten Kunden jetzt vorgestellt und es geht jetzt in eine Beta-Testphase. Und da bin ich natürlich sehr gespannt, wie dann das konkrete Feedback aussehen wird. Abhängig davon werden wir das dann weiterentwickeln und immer mehr Features und neue Features dazu fügen. Und ja, da bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Super, vielen Dank für deine spannenden Antworten, Jan, und dass du uns mit in deine Welt der Softwareentwicklung ein bisschen mitgenommen hast und deinen Alltag geteilt hast und wie das alles so vor sich geht bei uns im Unternehmen. Ich freue mich, dass du ein Teil des Team Solutions bist und ja, vielen Dank. Ich danke auch. Freut mich sehr. Tschüss.